Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Sword and Souls and Never Seen. In Soulwind 19 sind wir angekommen, mit ein bisschen Geld in der Tasche. Machen wir uns weiter, zusammen mit dem Djinn auf dem Weg zu... Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Müssen wir da hoch? I don't know. Zum nächsten auf jeden Fall. Die kostbare Höhle ist am Start. Einmal bitte betäuben. Ach ja, siehst du, ich habe den Stab diesmal mal am Start. Ja. Naja. Naja. Ob wir es schaffen, ich habe keine Ahnung. Ich denke eher nicht. Weil das ist einfach, der Stab ist einfach Grütze. Guck mal, was macht der Q? Der Q-Skill? Gar nichts. Das habe ich lächerlich gewesen. Okay, es war ein Fehler gewesen, diesen Dings mitzunehmen. Heimtückisch, nice. Oh, lass ihn nochmal killen. Zack. Batsch. Let's go. Oh, vielleicht geben wir es doch, ich weiß nicht genau. Der Djinn ist schon mega strong. Aber auch nicht unbesiegbar, ne? Wir haben gleich noch einen Bossgegner vor uns. Nee, das wird nix. Das ist aber auch geben. Natürlich schade um meinen Djinn. Bin ich jetzt nicht mehr super special. Gnobul. Greif mich dann bitte. Mich. Nochmal betäuben, danke. Na, verdammt, er ist vergiftet. Schlecht. Na gut. Wir probieren's. Ob wir's noch hinkriegen. Bisschen Schaden machen wir schon. Irgendwann mal. Wir haben noch zwei Dodges, ist okay. Bam. Space. Wir gewinnen tatsächlich gegen den, ist das ein Noob. Ah, noch habe ich nichts gesagt. Oh, war das close, Alter. Ah, was ist das für eine Scheißwaffe, ey? Wer will die schon haben? Dieses Gold. Chance auf 25% ein kostenloses Spezial zu halten, also diese Tränke. Verabschiedet sich da. Puh, das war aber heftig. Ich bin froh, dass ich dich diesmal nicht verletzt habe. Naja, ich erwarte nicht, dass du mich nochmal um Hilfe bitten wirst. Also, auf Wiedersehen. Unbedingt, ich will diese Waffe wieder haben. Die Dolche sind so gut. So, wir haben einen neuen Ring. Hier fehlt noch einer. Oh, ich finde die gut. Und so wie ich gerade bin, finde ich ganz gut. Ja, ist natürlich doof, dass ich jetzt alleine... Oh, guck mal, ich kann noch was machen. Teich der Tiefen. Ein neuer Teich. Klar, ich muss ja irgendwo, irgendwo die ganzen Fische herholen. Na, einen habe ich zum Beispiel schon, Diamantarsch, Barsch. Dann gucken wir nochmal, ob wir hier ganz entspannt einen Fisch angeln können. Aber das Angeln ist echt super nervig. Vielleicht mache ich das Angeln irgendwann mal ohne euch. Das ist ja super, super ätzend. Das ist aber ein wilder. Ganz wilder Stier ist das. Er will sich nicht an den Haken setzen lassen. Ja, her damit. Sehr gut. Mehr. So close. Oh, das Angeln ist sowas von ätzend. Boah, Bruder. Boah, du hässliches Drecksvieh. Ein Riffstachel. Angler-Amateur. Ne, lass mal. Ich mach das vielleicht ohne euch einfach mal. Vielleicht. Ja, gucken wir mal. Ich fange drei verschiedene Fischarten. Okay. Hör doch mal auf, immer da hinklicken zu wollen. Meine Güte. Die alte Besatzung. Let's go. Hey Jungs, seht mal, wen wir hier haben. Ritz Schläger. Du hast Ritz davon überzeugt, sich niederzulassen, nicht wahr? Nun,
Wir sind immer vernünftig und verlangen faire Entschädigung. Sagen wir alles, was du hast. Alles klar, Bruder. Alter. 150.000 Damage. Überhaupt nicht overpowered. Damn. Oh, ich hab gar keinen... kein Dodge mehr. Piu! Ich würde ja ganz gerne hier dir einen... Danke, okay, oder so. Bing, bing. Oh, noch einen kleinen Skill hier. Ich hab 10 Schaden noch und dann machen wir hier den Rest. Hua! Ritz Schläger. Bam! Ja. komm, tötet ihn! Lecker! Dieses Dolch ist überhaupt nicht overpowered. Total legit. Ich habe mal 6 Gold bekommen. Konterstand 25 ist gut. Ist aber auch gut. Aber ich kann leider nur 2 Ringe nehmen. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Wir haben 526 Punkte. Ach, das brauche ich eigentlich gar nicht. Achso, neues Equipment. Hier. Gut, lass mal schauen, was wir mit dem Gold in der Stadt machen können. Hey, ich wollte dich einfach fragen. Du gehst ganz alleine rauf und kommst immer wieder an einem Stück wieder verrückt. Wie fuck bist du vor einem Tafelfisch? Ja, mega strong, oder? Oh, nice, eine rote Beete. Mega gut. Haben ihn leer gesaugt. Wir könnten theoretisch für 3 Gold, ja. Mal 252 auf 288, mega gut. Jetzt haben wir noch 8,94 Gold. Ja, lass einen Fernkampf holen. Ist okay. Bronzebogen und Werfen hinter ihren Helmen ist jeder Soul gleich. 3000 Damage dazu. Statt einem Kuna schmeißen wir einen Chakram. Bändiger Stern. Mit diesem werden deine Begleiter stärker. Stumpf Echo. Schade, gesünder Begleiter plus 20%. Okay. Stumpf Echo. QWE, QWE. Da habe ich gerade so ein bisschen an Ocarina of Time. Da gab's, war es, glaube ich, auch ähnlich. QWE, QWE. Ach, Zelda habe ich jetzt aufgeschrieben. Stumpfi. Stumpfi. QWE, QWE. Na, die Ocarina of Time, die man regelmäßig gespielt hat. Sehr, sehr nice. In der Taverne gibt es noch etwas. Und zwar kann ich Ritz für ein Goldstück mitnehmen. Dank deines Geldes kann ich jetzt Nahkampf für Spezial- und Giftpfeil. Wenn du mich öfter mal aufhörst, könnte ich in Betracht den fortgeschrittenen Tricks zu verwenden. Alter, ein Gold kostet die schon, aber ich habe leider. Nee, möchte ich gerade nicht. Kann ich gerade auch nicht. Wir kriegen ja sowieso super viel Gold pro Kampf wieder. So, geht's noch weiter an links? Nö. Wo geht's noch nach oben? 4 Gold brauche ich jetzt, alles klar. Dann lass uns zum nächsten Kampf, den Koboldschwarm. Lass ihn uns erledigen. Boom! Achso, ist ein Boomer. Oh, Alter, wir haben 6 Gegner. Na, Boomer ist doof, weil der explodiert. Langsam einer ist es okay, finde ich. Ja, einmal boostet er sich auf. Naja, Mist. Na, ist okay. Oder mach den hier mal down. Wir dodgen sollen, ne? Piu! Bam. Lass uns mal. Nee, ich will mich nicht vergiften lassen. Vergiften ist doof. Ja, auf zum Koboldspucker. Bis 22.000 Schaden. 18.000. Okay, aber ich glaube,
Der wird nicht allzu viel machen können, ne? Oh, das ist bescheuert, ey. Okay, mehr Crit zu haben ist so lächerlich. Also Gewandtheit halt wirklich boosten. Und du zerstörst dir einfach gefühlt jeden, ja. Wir haben einfach mal 10 Gold bekommen. 10 Gold, ja. Das ist so viel. Und hier, kritisch Trefferschance haben wir eine 16,55%. Das ist wirklich viel. Was haben wir hier? Ich fand schon immer, dass Helme ziemlich furchteinflößend aussehen. Du kannst nicht die Gesichter der Menschen sehen. Ziemlich furchteinflößend. Wenn du das auch furchteinflößend findest, dann kannst du deinen Helm in deinem Inventar verstecken. Ich meine ja nur. Mhm, danke für den Tipp. Ich habe ihn zu Herzen genommen. Ich würde das hier echt gerne weitermachen, aber... Das ist so schwierig. Lass uns das Ganze etwas aufpeppen und an deiner kritischen Reaktion arbeiten. Wenn du siehst, drücke Left Arrow oder Right Arrow in meine Richtung, um mich anzugreifen. Sei dankbar, dass du mich treffen darfst. Okay, holy. Aber wie kriege ich denn hier Stern? Ach so, wahrscheinlich, wenn ich ihn angreife, oder? Gott, das ist so ätzend. Aber wir kriegen wieder 14 Punkte dazu. Oh, ich hab Fettfinger gehabt. Ich hab eigentlich nach oben gerückt, aber gut. Hier Sterne zu kriegen ist ja nearly impossible. Aber wir kriegen ein bisschen Gewandtheit, das ist okay. Alter, das ist ja abartig. Naja, also das hinzukriegen, holy shit. Ich glaube nicht, dass ich das jemals schaffen werde. Wir kriegen auf jeden Fall Gewandtheit dazu. Ein bisschen was, ich weiß noch nicht, wie viel das ist. Aber wir kriegen auf jeden Fall 16,75. Ich weiß nicht, wie viel ich gerade habe. 16,75 werden wir uns mal merken. Nein, werde ich mich merken können. ich schreibe es mir auf. 16,75. Die Crit-Rate ist super, super wichtig. Lass es nochmal machen. Ach so. Wenn wir ganz knapp sind. Wirklich dieser Sterne, wenn ich wirklich ganz kurz davor mache. Lutscher. Wow. Aber dafür kriegen wir unglaublich viele Punkte. Seht ihr das? Krass. 3247. Ich habe erst 130 Punkte bekommen. Ich habe einfach 0,3% Crit-Chance dazu bekommen. Holy fuck. Das ist viel gewesen. Aber ich mag das nicht aufleveln. Das ist irgendwie doof. Bin nicht so ein Fan von. Das ist mir zu doof, ehrlich gesagt. Das macht keinen Spaß. Können wir da bauen? Oder was anbauen? Hier können wir auch ein Dach bauen. Sehr schön. 13 Gold brauchen wir jetzt. Ist das viel. Das kostet auch silbernes Kleeblatt. Das wird eine Chance, ein Kleeblatt zu finden. Auch nice. Eichenrot. Ach, guck mal. Hat jemand ein scharfes Auge für Qualitätsausrüstung? Mit dieser stabilen Angriffe wirst du weiter ausfallen und besser einholen können. Ah. Wie 2666. Ist das noch eine Münze danach, ja? Na gut, das wird dauern. Da würde ich sagen, meine lieben Freunde, bevor wir zur Vorhut der Königin gehen und wir diese ganzen Dinge hier nochmal sonst machen. Aua. Stark gesunder Begleiter plus 20%. Heftig. Machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause. Ich glaube, wir machen das mal höher. Wieder ein bisschen Crit dazu. Nice. Und sehen uns in der nächsten Folge von Swords and Souls. Never seen bis dahin, Leute. Ciao.